weit über viele Monate eben leider ignoriert wurde, nämlich das der Migration. Darüber reden wir gleich. Das ist das Sachthema dahinter. Wir fragen Frau Storch noch mal nach einem Zitat von Tino Chrupalla. Er hat gesagt, wer Deutsch kann, wer arbeitet und zum Wohlstand beiträgt, der ist hier herzlich willkommen. Würden Sie das auch sagen? Oder sagen Sie, also das sagt jetzt der eine Ihrer beiden Chefs, wir brauchen Facharbeiter in diesem Land. Und wir stellen fest, dass wir seit 2011 4 Millionen Menschen zugewandert sind. Und offensichtlich hat das Facharbeiterproblem nicht verbessert, sondern verschlechtert. Das heißt, die, die wir brauchen, die kommen nicht. Und die, die kommen, die brauchen wir nicht. Und deswegen ist es vollkommen richtig, dass wir Menschen brauchen, die diesem Land leisten, die arbeiten, die Beitrag zahlen. Das sind die, die wir brauchen. Aber Einwanderung haben wir viel ist Völkermord, zu wenig, bezieht sich auf... brauchen wir Zuwanderung in den Bereichen. Aber wir haben 4 Millionen, die in den Wegen... Bezieht sich auf deswegen alles. Deswegen brauchen wir Einwanderung, deswegen brauchen wir Zuwanderung in den Bereichen. Aber ausgesucht. Wir müssen das auswählen. Wir haben 4 Millionen, die in den letzten 4 Jahren gekommen sind oder 3 Jahren gekommen sind, seit 2011 gekommen sind, Entschuldigung. Und das ist offensichtlich nicht das, was wir brauchen. So, und Frau da müssen wir auswählen. Sie wählen Stadt, hat auch kein Recht auf soziale Leistungen und auf alles, was damit verbunden ist. Die dänische Regierung gibt denen, die abgelehnt sind, das Geld dafür, dass sie zurückreisen können. Die dänische Regierung schiebt so gut wie gar nicht ab. Sie haben aber durch diese veränderte Politik die Zahlen massiv reduziert. Und das ist natürlich seit Jahren schon ein Problem, gerade auch in den letzten Jahren, was die Menschen umtreibt. Ich verstehe jeden, der aus einem ärmeren Land gerne in ein reicheres kommen möchte und bessere Lebensverhältnisse bekommen möchte. Und Sie haben zum Beispiel vorhin Syrien angesprochen. Syrien ist natürlich auch deshalb ein Bettelarmforderung. Wenn uns hunderttausende Wohnungen fehlen in Deutschland, ist natürlich, wenn immer mehr Menschen kommen, die Wohnungsnot verschärft sich. Also es gibt ja einfach viele Dinge, wo man sagen muss, da gibt es Grenzen der Kapazität, da gibt es Grenzen der Möglichkeiten. Und deswegen brauchen wir eine Einwanderungspolitik, die tatsächlich die Anreize nicht so setzt, wie sie jetzt gesetzt sind, weil wir sonst das Problem nicht lösen. Letzter Punkt, wir nehmen ja tatsächlich mehr Menschen auf als Frankreich, Österreich und Italien zusammen. Also es liegt schon auch daran, wie das in Deutschland und organisiert ist. Und da muss man der Fairness, haben wir ja jetzt über die Menschen gesprochen, die da demonstriert und haben. Deswegen glaube ich, verstehe ich, dass die Menschen demonstrieren, ich verstehe, dass die Menschen Sorge haben, aber ich finde, wir sollten über die Kernprobleme machen reden, wir die AfD stark machen. Haben Sie und das ist die miserable Politik der Ampel. Es gibt ganz unterschiedliche Demonstrationen, zum Teil auch ja mit aufgerufen von der CDU gegen Extremismus, gegen Rechtsextremismus, teilweise auch Extremismus generell. Und ja, in Deutschland verschwimmt leider dieser Begriff, man darf rechts sein, Mitte-rechts sein, eine Meinung haben, die anders ist als eine Linke in Deutschland. Der Unterschied ist dann, wenn es radikal wird, wenn es extrem wird, wenn es die Menschlichkeit in Frage stellt. Und deswegen, ja, gibt es bei diesen Demonstrationen schon auch Dinge, die mich irritieren, die mich stören, bei manchen derjenigen, die da aufrufen. Aber wissen Sie, Frau Illner, das Thema ist ja eigentlich ein anderes. Weil wir haben ja jetzt hier und ich finde, das ist nicht das eigentliche Problem, weil wir ja auch über die Stimmung im Land sprechen wollen. Weil die Ampel so schlecht regiert, sitzen doch die beiden Damen überhaupt erst hier. Ich meine, sie ernten doch die Früchte des Zorns, den die Ampel sät und nährt. Und der zweite Befund, wenn ich nur diese Befunde in meinem Zusammenhang machen darf, ist ja, ich meine, Sie, Frau Storch, Ihre Partei, obwohl Sie, ich meine, es hat keine Konferenz oder Treffen in Potsdam gebraucht, um zu wissen, wessen Geistes Kind die sind. Obwohl das so ist, ist jeder fünfte Wähler aktuell bereit, die zu wählen. Und die entscheidende Frage, und die stellt sich ja dann eigentlich auch vor allem an Kevin Kühnert und an die Regierung, ist ja, warum und was tun? Und ich glaube nicht, dass diese Art von Debatte, wie wir sie hier gerade geführt haben, daran irgendwas tut, sondern die eigentliche Frage ist die Ampel fähig, in der Lage und willens zu erkennen, wie die Stimmung im Land ist, warum die ihr Geschäft hier machen können? Und ist sie willens, durch Entscheidungen was zu ändern? Sie regiert aktuell gegen eine Mehrheit im Land bei Klimaschutz, beim Bürgergeld, bei Migration. Aber der Feuerlöscher sozusagen, es wird immer über die Brandmauer geredet, der Feuerlöscher ist bei der Regierung. Und das ist die eigentliche Frage, die sich viel mehr an die Ampel und auch an Kevin Kühnert richtet, als jetzt hier, ist, wird da verstanden, was los ist im Land? Weil diejenigen, die was tun können gegen die Stimmung im Land, sind die, die regieren. Und jetzt ahnen Sie dazu? Aber ich verstehe ehrlicherweise, ich wundere mich über die Debatte an der Stelle. Können ich halte das Normalste für das Normalste der Welt, dass ein Staat oder eine Staatengemeinschaft in der Lage ist, die Grenze zu kontrollieren. Und dazu gehört auch, an der Grenze zu sagen, jemand, der nicht das Recht hat, den Schengen-Raum zu betreten, jemand, der nicht das Recht hat,
Deutschland zu betreten, je nachdem, wo sie es sehen wollen, der wird davon abgehalten, das zu tun. Das ist ganz normales staatliches Handeln. Und wenn wir anfangen, Aussagen über normales staatliches Handeln zu skandalisieren, wenn wir da überall Tabus aufstellen, dann sind wir jetzt natürlich irgendwann die Debatte auch schwierig, wenn man einfach nur Realität beschreibt. Sie sind jetzt eine Vertrauensfrage stellt im Deutschen Bundestag. Und wenn er die gewinnt, dann müssen die einen Plan machen für die nächsten 2 Jahre und können gerne Neuanfang machen. So wie jetzt darf es nicht weitergehen. Wenn er die verliert, muss der Bürger entscheiden, die Bürgerinnen und Bürger müssen entscheiden per Neuwahl. Ich glaube, wir brauchen jetzt mal Ehrlichkeit und Klarheit. 2 Jahre so weitermachen kann sich dieses Land nicht leisten. Oha. Herr Kühnert, dann sind... Das ist doch einfach, dass Sie spüren, die Regierung hat keinen Plan, wo es hingeht. Also die meisten machen sich doch einfach Sorgen, wohin steuert unser Land? Weil sie spüren, Deutschland steigt ab wirtschaftlich und zwar ganz massiv. Es funktionieren ganz viele Dinge nicht mehr. Ich meine, wir haben jetzt diesen PISA-Test. Das deutsche Bildungssystem ist in einem ziemlich desolaten Zustand. Wir haben die Situation, Kassenpatienten warten Monate auf einen Facharzttermin. Die Bahn ist nie pünktlich. Also es sind ja ganz elementare Dinge, 700.000 Wohnungen fehlen. Und die Regierung hat schon jetzt vor diesem Urteil überhaupt keine Strategie dafür gehabt. Jetzt kommt dieses Urteil, dann ist natürlich die Unsicherheit noch mal größer. Ich teile das ja. Bremse und nutzen sie auch. Also beispielsweise Schleswig-Holstein, der Kollege Daniel Günther nutzt sie und setzt sie aus und macht weiter Politik in der Form. Wir haben ja eine im Bund. Und interessant ist ja, wenn ich das immer höre, ja, wir müssen investieren, wir müssen Kredite nehmen. Wir dürfen mit dieser Schuldenbremse Kredite nehmen, 20 Milliarden, sogar noch mehr. Und Unternehmen können auch Kredite nehmen, aber irgendwann ist Schluss, Frau Wagenknecht. Und Sie müssen auch mal an die nächsten Generationen denken. Als wir die Schuldenbremse noch nicht hatten, mit den Investitionen, da wurden auf einmal Sozialausgaben und alles wurde auf einmal als Investition tituliert. In Europa wird verhandelt über den Maastrichter Vertrag, wie wir mit Geld umgehen. Ich möchte nicht noch mal so eine Staatsschuldenkrise durchmachen. Mhm. Wenn wir jetzt der Vorreiter sind, ja, und verschulden uns, als ob es keinen Morgen gibt, werden tun die wir sich das Die ist in einem desolaten Zustand. Ja. Da muss man auch ehrlicherweise sagen, ist nicht nur die Ampel schuld. Das hat sie auch geerbt von Regierungen, wo die CDU vorne saß, die SPD allerdings auch immer drin war. Also wir haben einfach über viele Jahre in Deutschland einen massiven Mangel an öffentlichen Investitionen. Wenn 3000 Autobahnbrücken marode sind, wenn das Schienennetz massiven Investitionsbedarf hat. Ich meine, die Zugverspätungen sind ja nicht, weil die Lokführer nicht fahren wollen. Das ist gerade jetzt augenblicklich vielleicht im Streik. Aber sonst liegt es ja daran, dass hier immer auf die Substanz gewirtschaftet wurde, dass nicht genug Lehrer da sind. Das sind doch alles Dinge, wenn man das nicht ändert, wo soll denn Deutschland in 10 Jahren stehen? Andere Länder machen uns da was vor, die machen Zukunftsinvestitionen ganz massiv und wir fallen immer weiter zurück. Früher wurden wir mal bewundert für unsere Infrastruktur, für die pünktlichen Züge in Deutschland, für unser Bildungssystem, für Forschung und Entwicklung in Deutschland. Das ist doch alles, jetzt findet Forschung und Entwicklung in China auf der ganzen Ebene gehen, winken, regieren, wie es da aussieht. Und Bildung und Infrastruktur will ich nicht machen. Aber ich will Ihnen eins sagen. Das Problem ist nicht, dass wir zu wenig Geld haben. Das Problem ist, die Genehmigungsverfahren, die Bürokratie, die Überregulierung. Allein in Deutschland werden 10 bis 15 Milliarden in diesem Jahr nicht abgerufen. In Europa 26 Milliarden dürften wir abrufen von 30 Milliarden, können es nicht machen, weil die Bedingungen nicht da sind. Dieses Land muss schneller werden, muss effizienter werden. Wir können doch nicht immer mit mehr und mehr und mehr Geld. Aber da bin ich noch bei Ihnen. Aber das Sie müssen eine doch ist ein bisschen an die nächsten Generationen denken. Sie können doch nicht nur im Jetzt sein. Wir müssen mit dem Geld auskommen, was wir einnehmen. Wir müssen die Dinge erstmal erwirtschaften und dann verteilen. Wir müssen mal wieder gesunden Menschenverstand. Aber Herr Günther darf ja Schulden machen, haben Sie gerade gesagt. Also